Okay, hey, yo, Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge ohne Lags von Minecraft Dungeons End Echoing Void DLC, genau. In der letzten Folge, die ich zweimal aufnehmen musste, haben wir in der Kakteenschlucht und in den... Toll, der Tisch wackelt. In den, bin gar nicht richtig eingestellt, wartet mal ganz kurz. Nee, doch, ich bin... Ja, passt schon. Haben wir die Dings gefunden. Ich musste das neu aufnehmen, weil die Aufnahme in 4K echt schlecht war. Das kriegt der Computer, so wie es aussieht, nicht hin. Ich habe jetzt Einstellungen getroffen, dass es funktioniert, dass es auch wirklich flüssig läuft. Und wir gehen jetzt in den Wüstentempel. Den müssen wir sehr viel leichter machen. Denn, jetzt kommt, ihr müsst das Level bis kurz vor dem Boss durchspielen. Das heißt, ich mache das jetzt auch sehr, sehr leicht. Weil das Level ewig lang geht, schätze ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und ich bin da vielleicht. Oh, stört es. Genau, ich habe mich jetzt auf die andere Seite platziert, weil ich in die Richtung gucke und dann ist es besser, wenn ich ins Geschehen reinblicke. Also es ist besser, wenn ich ins... Es sieht so aus, als würde ich auf den gucken, weil wenn ich... Wenn ich jetzt da drüben wäre auf der anderen Seite, würde ich aus dem Bild rausgucken. Das fand ich, sieht nicht so schön aus. Auf jeden Fall starten wir einfach jetzt mal direkt rein. So, gleich zum Anfang. Kaffee. Wo ist die Maus? Da. Ja, die ist jetzt nämlich so klein, weil 4K und da ist die Maus wird nicht mit größer gemacht. Nein, Biene! Oh, die überlebt das? Okay. Heute kommt, wieso gucke ich immer darüber auf die Aufnahme? Ich muss mich noch an den zweiten Monitor holen. Heute kommt, das zweite Päckchen an. Ne, das erste. Das zweite kommt morgen, genau. Es ist noch kein Päckchen gekommen. Heute kommt das Päckchen mit dem Bluetooth, das heißt, die nächste Folge, falls ich die nicht heute aufnehme, aber ich werde sie vermutlich heute aufnehmen, kommt dann, mit Xbox-Controller wieder, das heißt, endlich wieder etwas einfacher und professioneller. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht einfach durchrenne mit den Schuhen oder so, wie jeder andere, es gibt Erfahrungspunkte für die. Und genau, ich bin ein bisschen aufgestiegen, weil ich muss die kurz besiegen hier. Ich bin jetzt Level 112, ich habe ein bisschen Zeugs. Ich bin einfach ultra schwer, also ziemlich ein bisschen schwerer halt, in das erste Level rein und habe halt so lange gespielt, bis ich was hatte. Hier geht kaputt. Oh, ich habe gar keine Dings, die mit mir kämpfen. Ja, komm mal mit. Spooky und der Hund hatte keinen Namen, oder? Falls ihr das verpasst haben solltet, wie wir dem Lama einen Namen gegeben haben, sucht einfach mal in der Playlist. Der Lama-Name war in der ersten Folge, also in einer der ersten Folgen, war glaube ich im Abenteuermodus schon. Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Oh, ich habe Gegner. Oh, das sind jetzt aber Gegner, das ist nicht so gut. Oh, der hat eine Cleave, das ist auch nicht so gut. Schnell, Sprung und... Ja, die mit der Cleave sind halt auf Distanz ausgelegt. Ist ein bisschen doof und nervig, aber ist okay. Schlüssel rein und dann drauf schießen. Zwei Schüsse und die sind down. Oh Gott. Oh, da ist jetzt auch noch ein Messer. Was ist hier? Ach, wir gucken gar nicht, wir gehen einfach zur Location. Ich spiele das ja immer, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr hin müsst. Gibt es hier irgendwas? Ja, natürlich nichts Gescheites. Wir spielen den 0,2-fache Schwierigkeitsgrad. Was erwartet man da? Ich werde nochmal, vor der nächsten Folge, wenn ich dran denke, dieses Ender, also diese Cutscene vom Ender DLC einzubeziehen, weil, einfach, dass ihr das nochmal in guter Qualität habt. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich hab mir das Video nicht angeschaut, ich hab's halt einfach hochgeladen, weil ich doof war in dem Moment.
Hallo, ach da. Und deswegen auch nicht darauf geachtet oder so. Es ist mir erst dann später aufgefallen, dass das Video ultra schlechte Qualitäten hat. Genauso wie das zweite Video. Ah, der spawnt hier die ganze Zeit neu. Nee, geh mal weg hier. Ey, das ist schlimm, hallo. Ich will auch noch. Okay. Weiter geht's. Das namenlose Königreich. Ah, ob das so eine gute Idee war? Ich weiß es nicht. Weil die Kamera ist in diesen Leveln auch immer anders. Das ist mir letztens auch aufgefallen. Wir sind immer alle schnell hier. Hier. Zack, zack, zack. So. Oh, Äpfel. Hoch, okay. Oh, da kommen ja mehr. Ja, wir kommen gut durch, wir sind ja... Wir sind ja ganz gut gequippt. Es kommt noch mehr, okay. Hätte man aber auch erwarten können, ja. Er ist besiegt. Ah, okay, wir haben's. Let's go further. Ich glaube nicht, dass man das im Englischen so sagt. Oh. Hier sind extrem viele Gegner. Auch wenn das der einfache Modus ist, ja. Es sind viel zu viele Gegner. Okay. Wo müssen wir lang? Irgendwie da hoch und dann links. Das ist eigentlich ein sehr schönes Level, was mir persönlich aber irgendwie nicht so gefällt, weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also mein Favorite ist die Kaktusschlucht. Weil die ist einfach genial designt. Also das ist Wahnsinn. Oh! Also was da das Level-Design angeht, das fand ich echt super. Hier gefällt mir, wie das aussieht mit den ganzen Palmen und so, aber irgendwie so häufiger spielen, wenn ich nicht müsste, würde ich es nicht. Da weiß ich auch nicht, was falsch mit mir ist. Da bin ich irgendwie seltsam. Das ist genauso das Wüstenland in Mario Odyssey. Ich habe aber nichts gegen... Habe ich was gegen Wüsten? Das kann natürlich sein. Das Wüstenland in Mario Odyssey ist super cool. Aber halt ultra langweilig, weil halt überhaupt nichts passiert. So irgendwie. Es ist das größte von allen. Das Favorite ist natürlich Cityland. Ich glaube, das ist es irgendwie bei fast jedem. Aber das Wüstenland ist mir einfach zu leer. Es ist riesengroß. Man hätte so viel draus machen können. Aber mir persönlich eben zu leer. Hier ist noch ein Schwein. Oh, Redstone Golem? Ja, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber die sind alle easy weg. Ist das schon der große Raum hier vor dem Boss? Also irgendwann müssen wir... Ja, ja, ist es. Seht ihr das links? Hier, wenn ich hier mit der Maus gerade hingehe. Ihr seht die Karte gerade nicht. Warte, ich muss kurz die ganzen Skeletons wegmachen. Zack, 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 zack. Hier oben, hier, wo jetzt die Maus kreist. Da auf der Karte seht ihr so einen Gang. Da sollte es lang gehen. Ja, ja, hier durch. Okay, besiegt. Oder nicht? Weil da sieht so verschlossen aus. Das ist neu. Aber das ist genial. Ja, 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 auf jeden Fall. Das hört man doch schon. Nee, du haust mich hier nicht runter. Oh, ein Apfel. Jeder mag Äpfel. Ich glaube, Apfel ist auch sowas. Das ist so ein typisches Essen, was jeder isst. Glaub nicht. Also wenn es da draußen von euch einen gibt, der keine Äpfel mag, schreibt das gerne mal bitte in die Kommentare. Das ist schon irgendwie total gruselig, gell? Sind wir jetzt hier in Five Nights at Freddy's oder was? Das kommt auch an, Halloween. Und auf jeden Fall FNAF. Muss ja.
Hier. Efton ist. Efton schläft auch an Halloween nicht. Vor allen Dingen da nicht. Soviel ich weiß, gibt es ja sogar Modifikationen im Spiel. Och, ich habe jetzt schon Angst und keine Lust mehr. Also die ganzen Bosse, Enderbosse, kündigen sich immer mit ihren Gefolgsleuten an. Mit zwei normalen Endermännern. Oh, ey, unfair. Das ist ein knapper Sprung. Und es bringt mir eigentlich gar nichts, weil wir auf einem ultra easy Level sind. Weil ich keine Lust hatte, jetzt das Spiel noch mal ein Schwert durchzuspielen. Oder da gibt's Looty. Looty Loot. Ja, lauf. Oh, wie viele Fallen hier sind. Und wie viele neue Ideen auch. Wir drücken und drücken. Was öffnet sich? Der Weg hier vor. Oh, wie cool. Das nehme ich alles. Meins. Hallo. Haha, Essen. Okay, wir müssen weiter vor. Schätze ich mal. Ich glaube, das wird heute nur eine Folge. So wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob wir noch das... Es tut mir leid, Männchen. Hat unser Charakter eigentlich einen Namen? Leute, wir brauchen einen Charakternamen. Am Ende der Folge gehen wir wieder ins Internet. Wir brauchen einen Namen für unseren Charakter, ist mir aufgefallen. Der kann ja nicht einfach K-Storm heißen, weil das bin ich schon. Es gibt nur den einzig wahren. Wieso brauche ich einen Schiff? Oh, schaut euch mal die Ränder an. Schaut euch mal die Ränder von der Arena an, die leuchten. Was ist das? Spawn mal ein paar Bienen, bitte. Okay, jetzt können wir die Gegner besiegen. Da. Pam. Zack. Rollen, weghauen. Weil die Bienen sind echt stark. Bienen an die Macht, Leute. Wenn ich fragen darf. Au! Okay. Also es ist wirklich sehr gefährlich. Ach hier! Ja, das ist ja echt schlimm. Am Mittelfeld. Oh Gott. Einfach alle wegspammen. Oh, was ist denn da hinten los? Da ist ein Knopf, den ich drücken muss. Das Spawn-Gegner. Jetzt. Ihr seid doch irre. Entwicklerteam. Ich muss darüber. Ja, ich werde getroffen. Ich werde zweimal getroffen. Das macht fast gar keinen Schaden. Wow. Aua. Ja, aua. Wir werden getroffen. Ne, werden wir nicht. Wir sind Profis. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Okay. Ich weiß, wie man es macht. Ja, ja, wir sind nah dran. Ich rieche es. Ich rieche den Sieg. Wir müssen links lang laufen. Oh, Lava ist tödlich auch für Gegner. Das ist spannend zu wissen, weil ich wusste das nicht. Ich dachte ja so wie immer. Gegner sind halt immun. Wobei im echten Minecraft ist ja auch nicht so. Oh Gott. Okay, hat uns nicht getroffen. What? Wir sind im einfachen Schwierigkeitsgrad und er macht so viel Schaden. Okay. Wir haben sogar ein Level Up davon bekommen. Geh mal weg hier. Wir haben das Enderauge. Und schon 14 Minuten der Zeit rum. Soll ich es beenden oder noch weitermachen? Das Problem ist, ich kann nicht weitermachen, weil ich nicht weiß, was das nächste Enderauge ist. Ich muss das nachschauen. Stattdessen kann ich kurz im Internet nach
Schule Namen. Ja. Ja. Wir gehen einfach auf 100 coole plus moderne Namen. Wartet, ihr wollt das ja auch sehen, bevor ich jetzt da irgendwo hingehe. Das da? Das ist... Ah, das war das Thumbnail für das Paper Mario. Windows Capture. Hier. Hitlist. So. Ich bin nicht da. Wo bin ich? Ich will auch dazu gehören. Facecam neu. Da. Hallo, ich bin riesig. Das ist ja egal. Ja, ich benutze Opera, weil ich damit sehr, sehr zufrieden bin. Oh nee, halt, ich setz mich. Doch, ich setz mich da. Wobei, jetzt ist es ja eigentlich egal. Bin ich ja sowieso hier. So. Dem Baby einen schönen jungen Namen. Also, was ist denn das? Martin. Julius. Brian. Okay. Habe ich schon erwähnt, dass es ziemlich viele Namen sind? Erstmal kurz gucken, ob mein Name dabei ist. Wobei wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Ja, wir nehmen einen aus den Top 10 oder... Julius klingt cool. Oder Brian. Wir nennen ihn Brian, Leute. Brian. His name is Brian. Gut, wir haben unseren Brian. Also, das ist Brian. Und Brian macht heute eine längere Folge. Ich habe keine Ahnung, wo es in den Hochblockhallen ist. Gebt mir kurz eine Stunde. So, also. In den Hochblockhallen? Wo müssen wir denn da hin? Bei dem sieht das so spannend aus. Der ist aber auch schon Level 1000. 04 AM. Ihr erinnert euch. Stimmt, den wollte ich noch in den Link packen. Ich könnte jetzt eigentlich... Kann ich hier pausieren? Aufnahme pausieren? Nein, geht nicht. Beim Buffet. Nach unten und dann nach hinten. Okay. Und da sollte es sein. Okay. Das kriegen wir hin. Wir machen es uns jetzt mal nicht so einfach. Klar, von mir aus wird die Folge heute halt länger. Ist nicht so schlimm. Passt schon. In die Hochblockhallen. Okay. Da seht ihr schon hier. Ihr seht die Maus gar nicht. Warum? Ah, jetzt. Jetzt wurde sie aktiviert. Du hast es bis zum abstoßenden Anwesen des Erzillager. Genau, hier wohnt der Erzillager. Den wir aber hier nicht treffen, weil er abhaut. Weil er böse ist. Gut, wir müssen jetzt erstmal durchlaufen. Oh. Ah, ich muss dran denken. Ist ja jetzt nicht mehr so einfach, gell? Oh, das ist immer so die totale Umstellung. Jetzt können wir aber auch wieder Sachen finden, die uns stärker machen könnten. Oh ja. Oh ja. Drück mal 3. Heil dich mal ein bisschen. Oh ja, heil dich mal schnell bitte. Hallo. Hallo. Brian, du musst dich daran gewöhnen. Ich glaube, ich muss mir den Namen wahrscheinlich aufschreiben. Hier findet ihr eine Rune. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Ich gehe einfach mal kurz gucken. Ah ne, hier findet ihr den Secret Ort. So rum. Dann müsst ihr einfach hier aufs linke Schild klicken. Wir sind schon tot. Ja, easy, Leute. Oh, es hat geleckt. Mein Kopf hat geleckt. Auf zu laggen. Kann sein, dass ich jetzt öfter nach rechts gucke.
bin fast tot. Weil mein Kopf hat gerade geleckt und das ist natürlich nicht so blöd. Oh, ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Ja, aber ist okay. Ja. Ich sitze aber gerade zu weit unten. Ist das so? Mal das ein Stück hoch. Sonst fühle ich mich so. Halt, kannst du kurz mal das wegmachen, die Umrandung? Danke. Ich nehme das Ganze mit Streamlabs OBS auf. Weil ich mit OBS nicht klarkomme. Und OBS sieht mir so nicht so benutzerfreundlich aus. Streamlabs OBS ist alles schön, kantenlos, abgerundet, wunderschön. Und OBS ist halt OBS. Was ist hier? Ich glaube, es war eine schlechtere Idee. Ja, gehen wir einfach wieder. Wobei, wer weiß, was es hier gibt. Wenn wir alle Kills holen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Tut mir leid. Eins, zwei. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Ah, eine Kiste. Na, nur eine goldene. Aber wobei, wenn man das auf einem schweren Schwierigkeitsgrad spielt, schon cool, dass es das direkt am Anfang gibt. Ich glaube, hier könnte ich auch mal ein bisschen grinden. Mal gucken. Diese blöden Geister mit ihrem Feuer, ey. Das sind die schlimmsten. Hatten wir es nicht letztens noch von den Creepers sind am schlimmsten? Ach, egal. Ich sollte mich vielleicht auch mal heilen. Dann nehmen wir das noch mit. Hier gibt es einen Raid, das weiß ich. Da ist er, Erzi, hallo! Wir haben dich zwar schon 10-mal besiegt, aber guten Tag! Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, aber es sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Ja, wobei, bisschen Damage tanken wir. Von hier oben. Oh, nee, nicht von hier oben. Jetzt von hier oben. Nein, ich bin runtergefallen. Das war eine schlechte Idee. Nein! Oh, das war eine sehr schlechte Idee. Ah, Mano! Ja. Dann halt noch eine Runde. TNT reinwerfen, fertig. Haben. Wir haben das natürlich alle überlebt. So, jetzt aber vollste Heilung hier. Oh Gott. Die kommen da schon mit grünen Pfeilen. Es spawnen noch mehr. Boah, wie viele Schüsse die brauchen. Okay, wir haben es geschafft. Oh, da ist eine Kiste. Ja, sag ich nicht nein. Oh, Geschwindigkeitstrank. Das ist auch immer schön, da kann man so viel überspringen. Die Vorratskiste. Oh. Ich hoffe, ihr hört das Telefon nicht klingeln. Wartet. Ihr macht das. So. Ich hoffe, ihr habt einfach mal nicht gehört. Stopp. Stimmt, so kann ich das ja auch immer machen. So sehe ich ja wenigstens, wie die Audiospuren sind. Okay.
Ich glaube, ich bin noch nie den normalen Weg gegangen. Apropos normaler Weg. Hier oben links gibt es eine Fackel, die ist aus. Ich glaube, die kann man anmachen. Und da geht's zur Rune. Damit ich euch das kurz zeigen kann. Da. Da könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr da rein. Ich bin tot. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Ey. Oh, ich habe noch ein Leben. Könnte doch knapp werden. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Da geht's lang. Und ihr könnt jetzt einen ewigen Weg außen rum nehmen oder ihr lauft mittendurch. Oh, ihr lauft doch nicht mittendurch. Was ist das denn? Hallo, 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 hallo. Okay, Heilung. Ja, wenn man auf schwer spielt, Case, dann sollte man auch erwarten, dass es schwer wird. Und hier durch zum Brunnen und runter. Da gibt's Endermänner. Aber hier ist noch nicht das Ding. Ich brauche einen Heilungskreis schon wieder. Ich habe keine Heilung. Okay, safe, safen, safen, warten. Oh Gott. Puh! Ich glaube, wir müssen da lang, wo die ganzen... Was? Ist das Tag oder so? Ich glaube schon. Der zeigt mir wahrscheinlich noch die Leben von den Gegnern an, die wir mal vorher hatten. Nee, ihr könnt nichts. Komm. Oh, ihr könnt mir einen Apfel geben. Ah! Oh. Nee. Okay, ich hab's. Genau, hier beim Buffet. Da seht ihr schon hier hinten. Müssen wir aber zuerst mal hier die ganzen Köche wegmachen. Ihr habt mir nichts Gutes zu essen gemacht. Es schmeckt nicht. Brian ist sauer. Puh. Okay, das wird eine längere Folge, so wie es aussieht. Ich will mich ja nicht beklagen. Ihr freut euch bestimmt auf eine längere Folge. Der hat mich nicht getroffen. Oh Gott, das sind... Nee, 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 kein Wächter hier, keine Wache. Wache, das sind Wachen. Und das sind irgendwie ultra starke Gegner, die niemand mag. Da gibt's ein Nebel. Ja, ob das jetzt so eine gute Idee war, ich war... Das wird echt schwer. Hier ist der Hebel. Okay, wir müssen uns also so Stück für Stück vorarbeiten. Das ist ganz spannend. Morgen kommt auch meine Tastatur. Genau, darauf freue ich mich auch schon. Das wird auch cool bestimmt. Ja, ich habe Corsair K95 oder 90 oder irgendwie sowas. Irgendwas mit 90 geholt. Puh. Atmen. Es ist sehr anstrengend, also krass. Ich habe es halt schon länger nicht mehr auf schwer versucht durchzuspielen, sondern immer nur halt bis zum ersten Ding zu kommen und danach aufzuhören. Aber jetzt, da dieser Stress ist, du darfst nur noch einmal sterben und wenn du dann stirbst, ist es vorbei. Ist halt schon, ja. Und ich versuche das natürlich bis zum Enderwesen aufzuhalten. Nee, 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 ihr bleibt da schön im Radius, toll, total unnötig. Hier hinten ist der Hebel. Das mit dem Hebel finde ich cool gemacht, mit diesem Weinkeller hier oder Fischkeller. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Keine Ahnung, aber es sieht essbar aus, glaube ich. Also es muss nicht essbar sein, aber es kann. Okay, sehr linearer Weg, so wie im Erzhafen der Untergrund. Oh, Creeper! Nee, 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 keine. Creeper, 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 Creeper. Creeper. Jetzt gehen die Pfeile langsam aus. Seht ihr das? Unten? 87 noch. Geht's mehr auf den Schwertkampf. Außer bei Creepern. Da prinzipiell nicht auf Schwertkampf gehen, weil das total unnötig ist.
Das bringt nichts, die zu bekämpfen? Nö. Oh, ey, wenn die immer so lang brauchen, um nachzuspawnen. Wo ist meine Schallplatte? Da war ein Buch. Okay, es hat mir... Hey, wie cool. Dass es das beste Spiel aller Zeiten ist, weiß ich ja. Aber dass es so cool ist. Ich finde so kleine Secrets immer cool. Die man dann so zufällig findet. Klar, ist mies versteckt. Wer klickt denn auf ein Buch? Aber das ist halt ein Spiel, in dem du die Maus sehr viel bewegst. Und da kann schon sein, dass du draufkommst. Und dann fällt es schon auf. Okay, ich sollte hier weglaufen. Ich sollte hier... So, halt, ich muss um den Tisch herumlaufen. Wäre vielleicht auch gut. Oh, da ist noch eine Kiste. Und man kriegt also immer Kisten, wenn man so hinumlegt, so kleine Rätsel löst. Oder eben einen kleinen Raid überlebt, dann kriegt man immer eine Kiste. Das finde ich cool. Entwickler, ich mag euch. Sowieso. Sowieso. Minecraft Dungeons. Was Besseres hätte der Welt nicht passieren können. Oh, nee, nur ein Enderman. Wenn es nur ein Enderman ist, dann ist okay. Ja, voll drauf hier. Ihr letzter Schlag. Fertig. Okay, heilen. Pause machen. 31 Minuten, 32 Minuten. Ja, ist okay. Ist doch, ist noch im Rahmen. Finde ich. Ja. Ach, ich mach das so. Ja. Es geht noch weiter? Ich dachte, jetzt kommt schon der Enderboss. Das, der Bruder von Stachelauge. Hieß der Stachelauge? Ah. Habe ich was gesagt? Mega. Da ist er! Nee! Er kann sich so teleportieren. Oh, hui. Ja. Da ist er. Der spawnt da. Der kommt auf mich zugelaufen. Hallo, geh doch weg! Er spawnt hier. Nee. Okay, Spawnhund. Okay. Wieso tankt der so viel? Ey, das ist... Wie hast du... Gefräßiges Auge. Aha. Wow. Ey, der hinter mir hat mich gerade voll erschreckt. Auch wenn es ein Spiel ist, wo du von oben guckst. Ja. Oh, das ist sogar stärker. Ohne Goldkiste? Ja. Also, nehme ich mit. Back to the Lager. Gut, Leute. Nach 34 Minuten sollten wir das Ganze auch mal beenden. Wie viel Strom verbrauche ich? 101, das geht ja noch. Was denn? Ja, wollen? Oben. Nee. Nee, das ist die Uhrzeit. Ja, aber wir haben 14.49 Uhr. Oh, keine Ahnung. Ich habe da so ein Strommessgerät reingebaut, um zu gucken, wie viel Strom meine ganze Anlage hier braucht. Also weniger als die von dem... Ja, weniger als vorher. Oh, die hat ja Geschwindigkeit. Ich will die mal testen. Es ist ein Maschinengewehr. Okay, aber die Kraft sinkt, oder? Nein, hat genauso viel Kraft wie ein anderer Bogen? Ja, aber... Wobei... Nur die Munition geht halt runter, gell? Was hat das für Dinger? Ich nehme das mal. Warum nicht? Man kann es ja ausprobieren. So, und
Ja, aber die ist Geschwindigkeit ziemlich low. Also wir haben doch ein paar Sachen gefunden, die sich zu lohnen scheinen. Ja, aber halt typisch. Aber immerhin, man kriegt schön Smaragde dafür doch. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so viel Geld habe. Ich verkaufe einfach immer alles, was schlechter ist. That was it? That was everything. Okay, lass uns das mal. Da, Beschleunigung. Dürfer. Kritische Treffererfüllung. Wenn du eine Kreatur besiegst, verringert sich die Abklingzeit deines Heiltraums. Oder. Wenn du ein Ziel angreifst, wird ein Schadensmulti auch. Ich habe keine Ahnung. Das ist klasse. Hier nehme ich Schürfer. Weil das Ding ist Geschwindigkeit Maximum. Also warum sollte ich da nochmal Geschwindigkeit reinpacken? Und hier überlege ich gerade zwischen... Ach komm, kritischer Treffer. Vollgas. Vor allem, das ist immer nur ein Pfeil, gell? Das zählt als ein Pfeil, als ein Schuss. Achso, nee, wir machen nicht weiter. Ich beende die Folge hier. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr zeigt das doch gerne mit einer positiven Bewertung unten. Mittig, Leute. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!